Hallo, Namaste, ich bin Susmas. Ich zeige euch heute, wie man indische Bindi Masala Curry macht. Bindi ist Okra. In Deutsch heißt Okra, in Indisch heißt Bindi. Für Bindi Masala Curry, ich brauche frische Bindi. Das ist Okra. Das ist in Hindi heißt Bindi. Das muss man ganz wichtig ist es vorher richtig waschen und danach einzeln auf dem Papier so drucken und so richtig trocknen. Wenn wir das nicht trocknen, dann bildet einfach Schleim. So schleimig schmeckt es nicht und sieht auch nicht so gut aus. So, ich würde das ganze Bindi jetzt abtrocknen. Jetzt ist mein ganze Okra, es ist alles ausgetrocknet. Richtig habe ich es getrocknet und jetzt würde ich das Okra nehmen, die schneide ich die Spitzen weg und das Endung auch und noch in der Mitte und dann mache ich noch einen kleinen Schlitz hier, dass ich auch sehen kann, ob das innen so gut ist und später auch, dass richtig die ganze Gewürze, diese Masala-Mischung, alles auch da rein geht und das schmeckt viel besser. Die würde ich so alle. Bei dem Okra schneiden ganz wichtig ist es, dass muss man schauen, dass es ganz durchkriegt. Manche Stelle, wenn das hart ist, lieber gleich weglassen. Sonst beim Beißen merkt man, dass es so hartes, so hart zum Beißen ist und das ist nicht gut. Und deswegen immer beim Kaufen muss man achten, dass es die Okra weiche und frische ist. Die junge Okra sind immer so weiche, wenn sie so groß und dick sind, die sind hart. Ich habe jetzt ganze Okra schon durchgeschnitten, so Slits gemacht und jetzt kommt noch ein Esslöffel Zitronensaft und halbe Teelöffel Kurkuma und halbe Teelöffel noch Salz dazu und ich würde das gut mischen. Ich habe den Okra jetzt fertig gemacht und lasse ich kurz einwirken. Und jetzt mache ich Soße für den Okra. Dafür habe ich diese Kichererbsenmehl. Das brauche ich für die Soße. Und dann ein Teelöffel Kreuzkümmel. Ein Teelöffel Garam Masala. Das Mischung habe ich selber gemacht, aber Sie können auch Garam Masala im Supermarkt oder so kaufen. Und ein Teelöffel Ingwer Knoblauchpaste, Salz nach Geschmack und Kurkuma und Chili bei Bedarf. Könnt ihr, also ich nehme die halbe Teelöffel und noch habe ich das Bockhornskleeblatt, das ist getrocknet. Dann brauche ich zum Verzieren, das schmeckt auch gut. Und zwei klein gehackte Zwiebeln. Und zwei pürierte Tomaten. Ich habe meine Herd angemacht. Das ist jetzt meine Pfanne ist warm. Ich nehme diese zwei Esslöffel Kichererbsenmehl und würde kurz anrühren, so. Das ist leicht, wenn das so braun wird, dann tue ich es gleich. Es ist nicht so lang, ganz kurz. Sie sehen jetzt, dass es braun geworden ist. Und wenn das richtig braun wird, langsam, merkt man auch, dass es richtig duftet. Und das merkt man, dass es jetzt schön gebraten ist. Und jetzt tue ich raus alles in ein kleines Schälchen. Ich habe diese Kichererbsenmehl rausgetan und ein bisschen mit Papier sauber gemacht. Jetzt tue ich noch so 2-3 Löffel Esslöffel Öl. Am besten 3. Und da kommen noch meine Okra dazu. Das lasse ich noch kurz warm werden. Jetzt kommt das ganze Okra rein in Öl. Jetzt brate ich ein bisschen, so 3 Minuten, 3 bis 4 Minuten ungefähr, würde ich das bräunlich weg, so ein bisschen weicher wird. Brate ich das noch. Ich habe jetzt 4 Minuten angebraten.
Ziege, das ist richtig schön bräunlich geworden. Jetzt tue ich das ganze Okra raus und füge wieder in den Schüssel rein. Dann tue ich noch einen Löffel Öl dazu, weil wir haben schon vorher schon Öl, das ist, braucht man nicht so viel. Das reicht das. Und da kommt noch ein Teelöffel Kreuzkümmel. Und da kommen noch klein gehackte Zwiebeln dazu. Dann habe ich jetzt zwei Stück indischer Blaubeerblatt. Ich tue jetzt dann vier Stück da rein. Mache ich. Und da tue ich noch einen Teelöffel Kurkuma dazu. Ich habe jetzt eine Minute angebraten und jetzt kommen noch meine Ingwer-Knoblauch-Pasta dazu. Und dann brate ich noch weiter, noch eine Minute. Und da kommt noch ein Teelöffel Garam Masala. Das ist so Gewürzmischung, verschiedene Gewürze zusammen gemischt. Und bei Bedarf, wenn Sie möchten, das ist Ihre Entscheidung. Ich tue halt halbe oder fast einen Teelöffel rote Chili-Pulver. Wie gesagt, das können Sie selber entscheiden, ob Sie das möchten oder nicht. Können Sie auch weglassen. Jetzt kommt noch unsere pürierte Tomaten. Umrühren und das richtig 2-3 Minuten ungefähr richtig schön kochen lassen. Und da tue ich noch einen Teelöffel Salz dazu. Falls Sie noch mehr brauchen, können Sie noch dazu tun, aber ich würde erstmal einen kleinen Teelöffel würde schon reichen. Ich habe jetzt zugedeckt 3 Minuten gekocht und jetzt mache ich noch ein bisschen Wasser dazu. Ein bisschen. Noch schön umrühren. Jetzt tue ich diese Kichererbsenmehl, wo wir vorher ein bisschen angebraten haben. Das kommt noch dazu. Diese mit Kichererbsenmehl, das wird dann Soße dick und gibt es auch richtig guten Geschmack. Deswegen mache ich gerne das rein. Und das mache ich jetzt richtig schön umrühren. Das muss man kräftig umrühren, dass es kein Klump bleibt. Da kommt noch ein klein bisschen Wasser dazu. Ich habe ungefähr so 150 Milliliter Wasser genommen und vorhin habe ich die 100 Milliliter getan. Und jetzt habe ich auch die restliche, habe ich noch, also so 50 Milliliter noch dazu. Jetzt kommt unser Okra dazu. Und schön umrühren. Das ist ganze Masala, diese Gewürze, was wir gemacht haben, mit alles mischen, dass es in der Okra reingeht. Dafür decke ich zu und lasse ich 4 Minuten schön kochen. Zwischendurch muss man ab und zu umrühren und schauen, dass es schön überall gemischt ist, dass es richtig reingegangen ist, dass es nicht klebt. Ne? So schön umrühren dabei. Ich habe unsere Boxhornkleeblatt getrocknete. Die tue ich noch . Das ist ungefähr ein Esslöffel, habe ich reingetan. Das gibt richtig gute Flair, so riecht gut und schmeckt auch gut. Jetzt ist schon 4 Minuten vorbei. Sieht richtig gut aus. Jetzt tun wir raus
Das könnt ihr auch mit der Chapati. Passt sehr gut. Oder könnt ihr auch mit Reis essen. Oder Brot geht auch. Jetzt ist unser Okra Curry, Masala Curry, ist fertig. Ihr könnt es gerne jetzt probieren, essen und lasst mir ein paar Kommentare hinter, ob es euch geschmeckt hat oder wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Und wenn ihr weiter Videos von mir haben wollt, auch nicht vergessen zu abonnieren. Vielen Dank. Like.